Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Craft the World. So, ich habe gerade erst gesehen, Craft the World gibt es auch fürs iOS. Leider mal wieder wird das Apple-Produkt vorgezogen. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Statistiken zeigen immer wieder, dass weltweit mehr Android-Geräte im Umlauf sind als iOS-Geräte. Und ich verstehe nicht, wieso gewisse Dinge nur für iOS produziert werden oder immer zuerst für iOS und die Android-Version kommt teilweise immer erst Monate danach. Ich weiß nicht, woran sowas liegt. War Hearthstone ja genauso. Da gab es ja schon, glaube ich, locker ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr schon die iOS-Version und da ist erst jetzt vor kurzem die Android-Version gekommen. Ja, keine Ahnung. Wieso, weshalb, warum? Nein, das mache ich. Will ich nicht tun, so. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, ich will hier auch ein bisschen am Berg abtragen. Schauen wir uns mal dieses Forschungszeug. Oh! Wieso sagt denn das keiner? Ich kann nicht schon einen hölzernen Turm bauen. Dann machen wir gleich noch ein paar Bögen. Natürlich. Oh Mann. Ich kann auch schon Mehl machen. Da muss ich aber zuerst mal das Mehlverarbeitungsgerät bauen. Hier die Mühle. Mühle. Ach stimmt, letztes Mal hatten wir ja da ein paar Technologiesprünge. So. Einmal die Mühle. Dann ein Blumenbeet kann ich bauen. Nein, Erde nicht. Blätter. So. Okay. Ich dachte schon, das gibt es wirklich nur neben dem Haus. Ja, dann bauen wir da zwei. Dann eine schwarze Säule. Da baue ich dann auch gleich mal eine nur. Denn da haben wir schon fertig geforscht. Eine Turmspitze. So, wo ist der Ton? Dann noch ein bisschen Felsen. Dann, was haben wir hier noch? So, die Metalltruhe, die bauen wir auch. Ich brauche schon wieder Eisenerz. So, den bauen wir dann. Ach, da bauen wir jetzt schon mal so viele wie geht. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Sehr gut. Unser erster Verteidigungsturm. So, in Kombination mit Fallen ist der eigentlich auch recht gut. So, Stahlschwerter kann ich bauen. Einen besseren Bogen habe ich noch. Wolle. Natürlich haben wir noch Wolle. Ach, da machen wir gleich alles zu Seil. So. Dann bauen wir meinen Zwergleins. Die besseren Bögen schon mal. Keine Ahnung, wie viel haben die jetzt am Bogen? 3. Machen wir einfach mal 3. Und ich habe gesehen, Zauberstab geht auch endlich. Da würde ich sagen, bauen wir auch mal 3. Stahlschwert warte ich noch, habe ich gesagt. So, und Schleifstein könnte ich ja bauen. Da bauen wir auch 1, 2, 3, 4. Dieses Sieb für den Müller, mit der schnell arbeiten kann. So, dann das nochmal das Schwert. Einen großen Rucksack. Ja gut, bauen wir den auch gleich. Den bekommt dann gleich einer mal angelegt. So. Okay. Da haben wir alles. Da kann ich noch ein quadratisches Fenster bauen. Und dann haben wir, glaube ich, wieder alles durchgebaut. So, schauen wir noch beim Essen. Da haben wir alles. Super. Neben dem Haus würde ich sagen, einmal hier, einen hier. Dann. Ja, du bist Krieger. Du bekommst das rein. Du bist jetzt ein Bogenschütze. Du bekommst dann später den besseren Bogen. Du bist auch Krieger. Also gebe ich dir das Ding auch. Magier. War das gleich fertig gebaut? Nein, muss gebaut werden. Okay.
Du bist auch Magier, du bist nur Jäger, das heißt dann... Ach, der ist noch nicht fertig. Naja. Ach, du hast die Säge drin? Ach, dann hast du wahrscheinlich mal geschreinert, dass ich dir das dann in die Hand gedrückt habe. Ja, dann bist du Kletterer, zack, dann darfst du den haben. Koch, Müller, Bogenschütze. Genau, Magier, du bekommst dann auch das. Passt, super. So. Beschleunigen wir mal das Ganze. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen zu bauen. Sehr schön. Da, jetzt haben wir Blumendekoration auch. Habe ich mir eigentlich diese komischen... Lampen... Jawohl, habe ich gemacht. So. Ach, die muss ich natürlich vor der Falle bauen. Dann die Falle darf ich dann nachträglich drauf bauen, aber andersrum geht's leider nicht. Okidoki. So, wie sieht's denn eigentlich mit dieser Wand aus? 63, ne, da fehlt noch ein bisschen was. So, die sind schon wieder am Schlafen. Es wird bald Tag, dann werde ich hier nochmal ein bisschen Stein abtragen. Obwohl, ich habe noch 122. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich bin jetzt ein 190 Mauerwerk. Das bekomme ich hier nicht zusammen. Das heißt, ich brauche noch viel mehr... Oh, ich brauche eigentlich viel mehr Wasser. Das heißt... Wir holen uns mal hier ein bisschen Wasser. So. Ein Moment nur. So. Setzen wir mal hier ein bisschen Licht. Da vorne auch. Okay. Und dann Wasser sammeln. Hier angeln. Hier Wasser sammeln. So. Wenn wir hier mal ein bisschen Wasser abschöpfen. Da unten habe ich dann eh noch den riesigen See. Hier ist auch den kleinen, kann ich dann auch ausschöpfen. Irgendwo habe ich oberhalb noch einen, glaube ich, oder? Ja, den lasse ich auch. Sieht doch auch gut aus in der Landschaft. Ja, einsammeln dürft ihr natürlich auch, also... Ehrlich gesagt, da hätte ich kein Problem mit euch. So, nein, lässt er mich nicht tun. So. Hier kannst du nochmal angeln. Sehr gut. Haben wir wieder ein bisschen Wasser gesammelt. Jetzt kann ich hier nochmal... Machen wir nochmal 87 dazu. Dann kann ich gleich das ganze Haus auf einmal da umgestalten. So, jetzt geht's aber. Hier. Und hier. Genau. Weg. Mit diesen einzelnen Pfützen hier. Der angelt immer noch, obwohl ich den Befehl abgebrochen habe. Ist ja interessant. Naja. So, wie sieht's aus? Monsterwelle kommt in 3 Minuten. Ich bin gespannt, von welcher Seite. Also, da bin ich eigentlich... fast überall jetzt mal gut vorbereitet. Da fehlt auch noch. Genau, leg das nochmal aus. Oh, hoppala. Nein. Da lässt er mich. Da lässt er mich auch. Und hier darf ich auch. So, genau, weg mit dem ganzen Wasser. Wird dann auch umverarbeitet. So, geht das jetzt hier schon? Jawohl, so. Ja, keine Ahnung, dauert manchmal ein bisschen, bis man dann die kleinen Pfützen dann auch absammeln darf. Was machst du jetzt? Es ist alles fertig. Komm, geh nach Hause. So, den Baum da vielleicht weg und den Baum geheim. Ja, endlich. Ich dachte so, boah, wenn du jetzt da drin stehen geblieben wärst, dann
Hätte es aber mal ein paar auf Maul wieder gegeben. Aufs Maul. Wo bauen wir jetzt am besten mal die Mühle hin? Ich will sowieso die Betten dann nach oben lagern. Ja, dann kommst du mal da unten ins Eck hin. So, Monsterwelle kommt bald. Und da bin ich wieder. Da hat sich kurz die Aufnahme beendet. Aber ich habe zum Glück schnell auf Stopp gedrückt. So, weiter geht's. Monsterwelle kommt bald. So, oh, die Musik wird gerade ganz hektisch. So, Essen haben wir auch noch genug. Gut. Ich kann jetzt Mehl machen. Das machen wir noch. So, oh, ich habe eh eigentlich schon ein paar. Stimmt, ich habe schon jede Menge Getreidekörner da abgesammelt. So, die 7 heben wir uns einfach auf. Da könnte ich, ehrlich gesagt, hätte ich schon längst mal anbauen können. Oh, so weit vorne startet das Portal. Ich hätte eher weiter nach hinten gerechnet. Naja, da werden jetzt jede Menge Fallen kaputt werden. So, die, bei den Dicken dürfte ich mithelfen. Oh, 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 die hauen so gut rein. Das wird auch schwierig werden mit den guten Waffen dann. Ja, die ganzen Fallen weg. Na gut, jetzt kann ich dann wenigstens da hier die Lichter dann anbringen. Ja, die ersten schlafen ja schon wieder. Ja, solange die Dicken nicht bis hier vorgehen, geht's ja. So, da ist noch ein Zombie, das haut auch tot. Ja, genau. Nein, bleibt oben stehen, wie der andere. Ah, Moment, ich bin ja auch dämlich. Ist der bessere? Ist schon fertig, super. Moment, dann machst du ja mehr Schaden. Du bist ein Magier auch. Da steht auch Magier. Ich weiß, ich kann es jedem geben, aber wenn sie ja den Skill hier haben, dann machen sie ja automatisch schon mal mehr Schaden. So, dann würde ich sagen, den Jäger geben wir auch noch den Bogen. Und darf ich die besseren Pfeile herstellen? Feuerpfeile. Die anderen habe ich noch nicht. Okay, ich habe noch eh noch ein paar Federn. Ne, ich habe noch genug Federn. Bis ich zu den Silberpfeilen komme, dauert es wahrscheinlich eh auch noch ein bisschen. Da, 100 Pfeile. So. Okay, geht mal schlafen. So, und er brutzelt inzwischen. Oh, alles schön am Schlafen. Der macht schön Mehl. Der will ein Bier. Ja, das habe ich noch nicht. Ja, die schaffe ich nicht. Also, da müssen jetzt wirklich alle draufhauen. Aber die sind teilweise wirklich sehr angeschlagen. Aber egal. Sie konnten wenigstens nichts kaputt machen. So. Ja, ihr seht, er macht nicht wirklich viel Schaden alleine. Da müsst wirklich schon alle mithelfen. Ja, das hat keinen Sinn, dass der da jetzt mit drauf geht. Komm. Ja, oder so, genau. Schafft ihr den noch? Hm, jetzt darf ich nicht ausgehen. Ist schon. Es dämmert. Gleiches Hell. Ja, vielleicht doch noch der eine. Hm? Ja, ja. Ah, schade. Ganz knapp nicht. Achso, stimmt, sie dürfen die Unterkunft nicht verlassen. Aber egal. So. 1, 2, 3, 4, 5. Beim 6. Hallo? 1, 2, 3, 4, 5. So. Bauen wir jetzt mal das. Und dann bauen wir wieder die Falle drauf. Sehr gut, damit wir auf Nacht auch mal ein bisschen messen. Ja, klar! So, da seht ihr es. Lampe zuerst da, dann darf ich die Falle drauf bauen. Andersrum geht es nicht. Ich verstehe es zwar nicht wieso, aber ja. Müsste wahrscheinlich ein bisschen die Programmierung geändert werden. Dass es andersrum auch gestattet ist. So, da würde ich sagen, müsste ich eigentlich da am Dach auch bald wieder mal. Die Fallen abbauen.
So, bin gespannt, ob die ganz bleiben oder ob die kaputt werden. Und? Wie sieht's hier aus? Ja, 101 erst. Ach Gott, das dauert alles noch. So, geh mal weiter. So. Machen wir hier mal. Was ist denn das hier? Das ist ein Weihnachtspaket gekommen. Ist ja geil. Liegt hier noch wo was rum? Ist ja toll, dass gewisse Entwickler immer wieder an den Feiertagen auch an sowas denken. Ist ja cool. Da liegt es. Mein eigenes Geschenk. So, da bin ich jetzt gespannt, was drin ist. Genau, sammelt das ganze Zeug da noch ein und dann macht man das Paket auf. Ich hoffe, was brauchbar ist. Am besten wären so 10 Mithril-Waffen jetzt. So, die zwei noch. Jawohl. Ja, du bist jetzt wieder umsonst hergelaufen. Boah. So. Jetzt bin ich gespannt. So. Boah. Eine Wintermütze. Ich bin gespannt, ob die so gut ist wie das Ding von Jason. Ja, den verfolgen wir jetzt, bis er drin ist im Lager. Und dann schauen wir uns das hier mal an. So, Weihnachtsmannhut. Ah, nicht ganz so gut, aber hat auch immerhin 20 Rüstung. So, Lederkäppchen hat jeder. Dann würde ich sagen, das bekommt jetzt einfach ein Magier. Ha, ist ja geil. Vielleicht kommt nochmal so ein Geschenk irgendwo daher geflogen. Ist ja super. Oder unterirdisch. Vielleicht gibt es das dann unterirdisch auch wieder. Ah, gut, wir sind eh noch ein bisschen beschäftigt da mit dieser Karte auch. Ich nehme heute eh gleich auch wieder zwei Folgen auf. Sehr gut. Gut, schauen wir uns das hier mal an. Das quadratische Fenster hat 5 Komfort und ich habe sowieso noch keine Fenster hier eingebaut. In meiner Bude. Also, machen wir da gleich mal 9. So. Da müssen wir erst das da unten fertig machen. Feuerballzauber hätte ich auch schon. Oh, Feuerballzauber hätte ich gehabt. Ja, Grafos, wieso hast du nicht geschaut? So, jetzt mache ich den anderen mal Stahlschwerter. 4 müssen reichen. 3 haben einen Zauberstab und 3 haben, glaube ich, einen Bogen. Ja. So, und da schmiedet er wieder. Ah, jetzt schmiedet der mit dem Rucksack. Interessant. Wieso nicht der Schmied direkt hingeht? Hm, naja. So. Was kann ich denn noch erforschen? Hier muss ich auch noch weitermachen. Zauberwald. Ah. Den benutzt... Hallo? So, den benutzen wir jetzt gleich. Hier müssen... Ne, hier gehen dann keine Bäume mehr auf. Stimmt. Gut, dann machen wir zuerst das Fass. Fass, mein Hund! So, ein paar Nägelchen. Fässer brauche ich später ja auch mehr. Fürs Bier. Mache ich da gleich 10, zack. Machen wir gleich einen ordentlichen Sprung nach vorne. Da geht sich eh nur das eine aus. So, ein dekorativer Schild. Oh, da brauchen wir ein Stahlschwert. Das machen wir erst, wenn ich die Stahlschwerter nicht mehr brauche. Für sowas würde ich jetzt ungern ein Stahlschwert schon hergeben. Ach, der will Don. Und ein Eimerchen. So. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir in diese ganzen Steinarbeiten. Ja, da brauchen wir auch einen Stein. Oh, dann machen wir gleich hier weiter. Wenn er mich schon mal hier reinschmeißt. So, eine Nadel. Zack. Zack. Dann ein Wandteppich. Zack. Nadeln.
Und Leder. Wolle habe ich keine mehr. Den Schrank. So, zack. Und zack. Und dann dieses Banner, das kann ich nicht mehr machen. Stoff, da brauche ich wiederum die Wolle. Okay. Ja, es ist gerade erst Nacht geworden. So, ein bisschen näher ran kann ich noch. So, Folge ist eigentlich eh schon vorbei, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls ja, lasst doch einfach einen Kommentar und eine Bewertung da und schaut in der nächsten Folge auch wieder rein. Also macht's gut, ciao, euer Graphos.